Eine der beliebtesten Fernsehserien in Deutschland und Österreich ist Der Bergdoktor. Der wird gedreht in Tirol am Wilden Kaiser. Ich bin jetzt hier an einem der Orte und suche nach den Drehorten der Serie Der Bergdoktor. Das hier ist der Ort Going. Neben Elmau, Schäffau und Söll kann Going sich Bergdoktordorf nennen. Insbesondere, weil sich hier der Wilde Kaiser befindet, das ist die Kneipe oder Restaurant, wo der Bergdoktor ja öfter zu Gast ist. Bei den Dreharbeiten ist der Wilde Kaiser übrigens nur von außen der Wilde Kaiser. Drinnen ist es ein privates Wohngebäude. Außer dem Wilden Kaiser befindet sich hier in Going auf dem Dorfplatz das Gemeindehaus, ein Krämerladen und die Kirche. Und hier gibt es eine Holzhütte, in der auf Tafeln etwas zur Geschichte der Serie Der Bergdoktor erzählt wird. Die kleine Kirche von Going hat auch schon des Öfteren bei Der Bergdoktor als Drehort gedient. Ebenso haben auf dem Friedhof schon einige Szenen stattgefunden. Wer einmal sehen will, wo die Innenaufnahmen des Restaurants Wilder Kaiser gemacht werden, der muss nach Auwald, das ist ein Stadtteil von Elmau, fahren und zum Restaurant Föhrenhof gehen. Von Auwald ist es nicht weit nach Schäffau und dort etwas den Berg hoch in 880 Metern Höhe liegt der Hintersteiner See. 56 Hektar groß, 36 Meter tief. Hier werden gerne Szenen vom Bergdoktor gedreht. Weiter geht es nach Söll. Hier liegt in etwa 1000 Meter Höhe der Gruberhof. Der Gruberhof ist das Zuhause des Bergdoktors. Hier lebt er mit seinem Bruder, seiner Mutter und mit Lilly. Drinnen gibt es die Küche, die Stube, das Zimmer des Bergdoktors und das seines Bruders und das Zimmer von Lilly zu sehen. Besonders toll ist die Aussicht von hier oben. Der Bergdoktor hat sie immer, wenn er frühstückt. Am Ortsrand von Elmau liegt das Haus mit der Arztpraxis des Bergdoktors. Auch diesen Drehort kann man sich anschauen. Das war's dann von den Drehorten des Bergdoktors. Ich hoffe, auch ihr habt einmal Gelegenheit, euch die Drehorte anzuschauen. Es lohnt sich. In diesem Sinn. Tschüss.